Die Ehrenpflaume Summer Tour und wir sind heute in Karlsruhe und ich treffe mich auf ein Workout mit Pamela Reif. Yes! Pamela, hast du heute schon Sport gemacht? Nee, okay. Ich habe nur auf dich gewartet. Wir starten mit unserem Zirkel. Mhm. Ja, zwei Runden, fünf Übungen, immer 45 Sekunden Übung, 15 Sekunden Pause. Ja. Und dann sind wir richtig warm für alles, was kommt. Wo bist du denn gar nicht so gut? In Sprüngen. Oh, da haben wir eine Geschichte im Zirkel dabei. Oh, okay. Meine Füße, die sind ganz verwachsen mit dem Boden, die wollen nicht hochkommen. Komm doch, ich sehe dich doch hier mit allem immer. Ja, aber irgendwie gleichzeitig. Okay. Schauen wir mal. Ja. Nee, ich freue mich voll. Weil normalerweise sag ja ich immer hier 30 Sekunden das, dann bla. Aber heute könnt ihr machen, was ihr möchtet. Kannst dich einfach mal fallen. Einfach mal zurücklegen. Kannst dich mal fallen lassen. Alles klar, dann legen wir los. Seid ihr bereit? Und go! Sehr schön. Noch 5 Sekunden und Pause. Schwitzt du schon? Nee, noch nicht. Und du? Ich auch nicht. Alles klar. Ich kann nicht springen. Ich habe richtig Angst vor dieser Box jetzt. Du machst ja bei deinen Workouts wahrscheinlich immer die Sachen, die du eher ich gut kann, kannst. Ja. Und los geht's. Oh Gott. Sehr gut. Du kannst das viel besser, als du sagst. Perfekt. Ich finde, wir sollten Kai's Wall einen halben Meter höher aufhängen. Das stimmt, aber dafür fange ich den Ball. Ja, das stimmt. 3, 2, 1 und Pause. 3, 2, 1 und Pause. Sehr gut. Das ist ja hier eigentlich auch eine Tempoübung, ne? Aber wir sind ja beim Warm-up, Kai. Aber deine Rückenmuskulatur, die kann sich schon sehen lassen. Ja. Es gibt ein paar Muskelgruppen, die hatte ich im letzten Jahr noch nicht. Oder wenn, waren sie nicht sichtbar. Kurze Pause, dann geht's in die nächste Runde. Ja. Verschwitzen wir noch nicht so richtig. Sehr gut. Ich habe zurückgehalten. Das ist für das, was du machst und für das, was ich mache, tatsächlich ja nicht so schlecht. Ja, ja. Wenn man nicht so viel schwitzt. Ja, das stimmt, aber ich bin ein Po-Schwitzer. Ihr könnt später mal gucken. Vielleicht schwitze ich dann schlussendlich hier. Ist so. Ich glaube nicht so. Weißt du, wie das nennt man ja nicht? Weißt du, wie man das nennt? Nee. Das nennt man ja dann nicht mehr Schweiß. Also wenn so Po-Schwitze, das nennt man Arschwasser. Nee, das heißt bei mir Po transpirieren. Das ist die vornehme weibliche Ausdrucksweise. Richtig. Oha. So, mit dem Geständnis sind wir durch für heute. Okay, was machen wir jetzt? Zweite Runde. Zweite Runde? Geht noch was, Pamela? Ja. Aber hier, Pamela, richtig stark, ne? Also, ihr seht, da steckt wirklich was dahinter, was man bei ihr in den Videos sieht. Und? Oh! Slow-Mo. Ja, echter Schweiß. Vielleicht ist es auch einfach nur wegen der Sonne, Karl. Natürlich. Pause! 1 und Pause. Ah, letzte Runde im Zirkel. 5 Sekunden. 3, 2, 1 und Pause. Muss man wirklich sagen, du haust so rein, das ist Wahnsinn. Alles gut? Mir geht's gut. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt 3 Übungen vor uns.
die der Felix sich für uns überlegt hat. Felix, was ist die erste Übung? Wir machen Langhantel Back Squats, eine klassische Übung für die Beine, die in jedem Beintraining nicht fehlen darf. Die Hantel sollte circa auf Brusthöhe in den Rack sein, damit du sie einfach rausheben kannst. Dann gehst du ein, zwei Schritte nach vorne, stehst etwas breiter als schulterbreit und machst dann eine Kniebeuge, gehen runter, drücken uns hoch, machen uns fest, gehst nach oben, atmest ein, machst dich fest und drückst dich wieder nach oben. Aber das ist eine Übung, die dir sehr entgegenkommt, glaube ich, oder? Sehr. Würdest du sagen, bist du in den Beinen stärker als im Oberkörper? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, im Oberkörper bin ich unerwartet stärker, ja, weil man es nicht so sieht. Aber Beintraining ist schon das Training, wo ich eher in die höheren Gewichte gehe. Ich wollte gerade überlegt, wie viele du gemacht hast. Ich habe nicht gezählt. Ich glaube, es waren alle. Alle, dreimal. Wenn ich alle mache, dann machst du immer noch einen mehr, ne? Ja. Genau so, ja, ich verstehe. Absolut vorbildlich. Wie viele Tage machst du ansonsten überhaupt Sport in der Woche? Fünfmal, wenn es gut läuft. Mhm. Also viermal bekomme ich eigentlich immer hin, fünfmal okay. Ist optimal. Und wann läuft es nicht gut? Wie oft? Liegt das dann an dir oder liegt das an zu viel Arbeit? An zu viel Arbeit, aber eigentlich so, ich sag mal, 20% des Jahres sind es vielleicht nur viermal, dreimal. Warst du auch mal so richtig im Gym und so? Ja. Ja, weil das halt, du trainierst ja jetzt meistens zu Hause, ne? Ja. Hast du dein eigenes Gym sozusagen, ja, dein Home-Gym? Also die klassischen Maschinen und so, weiß ich ja. Ja, ich war früher nur im Fitnessstudio und habe auch nur im Männerbereich trainiert. Weil mich das fanden die Männer richtig. Nee, weil das hat mich mehr motiviert, wenn man so wirklich die Leute sieht, wie sie sich richtig anstrengen. Ich hatte das Gefühl, im Frauenbereich war alles so ein bisschen Larifari, so ganz leicht, ein bisschen auf dem Stepper. Damals war das noch nicht so richtig Krafttraining. Aber wichtige Frage, wenn du im Männerbereich trainiert hast, ja, ja, hast du dich dann mehr motiviert gefühlt, weil du im Männerbereich warst, oder haben sich die Männer mehr motiviert gefühlt, weil du im Männerbereich warst? Das weiß ich nicht, weil ich war nur auf mich selber fokussiert. Natürlich. Ja? Nee, aber vielleicht bist du deswegen noch zu haben, weil du zu oft auf dich selber fokussiert bist. Du verpasst die großen Chancen des Lebens vielleicht zu häufig. Möglich. Vielleicht. Aber im Fitness ist es immer gut, auf sich selber fokussiert zu sein. Absolut. Und sich nicht von den anderen ablenken zu lassen. So ist es. Gut, das werde ich jetzt auch tun. Sehr gut. Kai, dreh dich um. Ich mache meine Kniebeugen. Ich bin total fokussiert. Wie läuft's, Pamela? 4. Sag's, wenn du durch bist, ne? Mach mit 10. Ja. Ah, Karlsruhe ist auch ganz schön. Du darfst dich umdrehen. Oh. Jetzt drehe ich mir die Augen zu. Hm? Nee. Denkst du nie daran, wenn du das vor der Kamera machst, dass da andere zugucken? Ja, das schon, aber ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Das stimmt. Aber man lernt sie hier und da kennen. Ja. Ich stelle mir immer vor, dass der Kai mitmacht. Ja. Aber ich glaube, es blieb bisher nur eine Vorstellung. Nein. Wollen wir am Schluss noch einen Workout von mir machen? Von mir aus? Mein neues. Ein Bauchworkout. Klar. 50 Kilo insgesamt. 15 auf jeder Seite und 20 die Stange. Drei. Sehr stark. Jetzt müssten wir eigentlich proportional für dich mit dem Gewicht hochgehen. Du willst mich leiden sehen, ne? Also ich merke schon, ich hätte eigentlich bei ganz anderen erwartet, dass sie in diesen Zerstörermodus gehen. Nee. Ne? Also, das es ist, schon ja, ein... ist ja nur gleichberechtigt. Ja, nee, ist schon völlig klar, ne? Dann machen wir die 60, ja. Go, yes. Kai! Go, Kai! Ich habe nicht gezählt. 4. 5. 5. Mega. Wenn ich dafür keine Props kriege. Sehr gut. Was ist die nächste Übung? Was hat er sich jetzt überlegt? Wir machen Dips, ein absoluter Klassiker für jedes Push-Training. Für die Dips benötigen wir einen Barren. Die Griffbreite sollte so gewählt werden, dass ein Ellbogen bis zum Mittelfinger plus ein, zwei Finger reinpassen. Dann haben wir die perfekte Breite. Dann gehen wir in die Stützposition, bringen die Schultern weg von den Ohren, machen den Hintern fest, machen den Bauch fest, pressen die Füße zusammen und dann bringen wir die Schulter nach vorne unten.
Wichtig dabei ist, über den kompletten Bewegungsablauf, die Schultern bleiben weg von deinen Ohren. Tendenziell leicht nach vorne. Genau, und jetzt kommst du mit der Schulter hier runter. Genau. Yes. Teilen das ja ein. Schulter runter. Dennis macht ein bisschen B-Roll. Können wir ja auch mal für alle sagen, die Dennis nicht kennen, ne? Weil sonst denkt wieder, oh, Pamela ist mir ein Freund, der Dennis ist der Bruder von Pamela. Sage ich nur noch mal dazu, einige wissen das, andere vielleicht noch nicht. Kommt ja immer Dennis wieder, lese ich auch immer korrigiert wieder. Und meinte, dass mein Oberkörper... Normales Videoanalyse. Ja. Hier, machen wir auch permanent. Ja. Das ist das Beste. Ja. Also ich habe jetzt gelernt... Der Oberkörper muss ein bisschen weiter nach vorne, damit die Ellenbogen über der Hand bleiben. Füße zusammen. Ja, besser. Füße ein bisschen weiter vorbringen. Ja, genau. Ja, ja. Warst du eigentlich schon immer so kompetitiv? So, ja? Ja. Ich muss sagen, ich habe das aber auch nur beim Sport. Okay. Das ist durchaus angenehm. Ja, dass ich sehr... Nein, das ist angenehm. Nein, es gibt Menschen, die sind ja in allen Lebenslagen kompetitiv. Nee, das bin ich nicht. Ich bin nur beim Sport wirklich so, dass ich sehr diszipliniert bin und auch wirklich alles geben will, okay, und auch Sachen nicht so auf mir sitzen lassen möchte, wenn ich es nicht kann. Mhm. Aber ansonsten bin ich nicht so. Das ist ja durchaus ein Erfolgsgeheimnis, wenn man so an Sachen dran bleibt. Ja. Ja, weil ich auch das Gefühl habe, wenn man schon Sport macht, ja, wenn man die Zeit schon in die Hand nimmt, dann macht man es einfach auch richtig, weil man verwendet eh diesen Teil des Tages so, und man strengt sich eh an, man hat sich umgezogen, man fängt eh an zu schwitzen. Dann auch richtig. Muss hinterher duschen und so. Das ist doch, ja, total. Ich glaube, bei Frauen nennt man das die Uterusstellung. Ja, wir machen ja ganz andere Übungen heute und das macht den Reiz aus. Jeden Tag was anderes. Ja, auch wenn sich der Zirkel immer wiederholt, aber wir machen jeden Tag andere Übungen. Das ist super cool. Pamela fordert mich jetzt natürlich auch deutlich mehr, als Nico das gestern getan hat. Ja, und ich kann mich auch heute richtig auspowern, weil morgen treffe ich Revi und das ist ja quasi wie ein Rest Day. Das wage ich nicht zu beurteilen. Komm, dritter Satz, Kai. Ja, dritter Satz. Das schaffen wir. Yep. Jetzt bleibt nämlich auch der Ellenbogen genau über der Hand. Bleibt ganz. Yes. Komm. Schön. Dann. Da bin ich jetzt gespannt, ob ich das kann. Felix, Übung Nummer 3. Wir kommen zum Seilklettern. Wirklich keine alltägliche Übung, aber ist sehr komplex, macht super viel Spaß und fordert den kompletten Oberkörper. Damit wir das Seil auch wirklich nach oben kommen, empfehle ich euch, ein bisschen Magnesium an die Hände zu nehmen, um einfach einen besseren Griff zu haben. Dann setzen wir die erste Hand so weit, wie es geht, oben an, ziehen uns hoch, blockieren unsere Füße, ziehen die Füße nach. Zack. Und wenn es wieder runter geht, dann bitte ganz langsam und kontrolliert, weil sonst brennt es auf den Handflächen. Ich würde gerne einmal ausprobieren, wie weit ich nur mit den Armen hochkomme. Mhm. Habe aber überhaupt keine Idee, ob ich überhaupt ein Stück hochkomme. Glaube ich schon. Habe ich noch nie ausprobiert, also von daher. Stark. Geht's? Ja, das merkt man. Yes. Ja. Yes. Krass. Ja. Ja. Wahnsinn. Hoch. Ja, Füße nachziehen. Ja. Langsam wieder runter. Stark. Cool. Du hast echt super Power. Ja. Wie ist mit Ernährung? Also da habe ich ja auch festgestellt, gerade wenn du wahnsinnig viel trainierst, musst du dich ja auch entsprechend ernähren, um das alles auch kompensieren zu können. Ja. Hast du neben deinem eigenen Fitness neben meiner Küche. Ja? Das heißt, du hast neben dem Trainingsplan auch wirklich einen Ernährungsplan oder machst du so, wie du dich wohlfühlst? Nee, seit Januar ernähre ich mich nicht mehr strikt nach Ernährungsplan. Das habe ich davor immer gemacht, habe auch Kalorien getrackt, geguckt, dass ich auf genug Eiweiß komme, also immer alles sehr genau gemacht. Habe dann aber irgendwann gedacht, so vom Gefühl her, hatte ich innerlich immer so ein bisschen so einen Stress, weil ich dachte, oh, ich habe heute noch nicht genug Protein gegessen und so, was esse ich denn jetzt noch? Ich bin unterwegs, wo bekomme ich meine Sachen her? Und seit Januar mache ich alles nur sehr intuitiv und ernähre mich einfach dann, wenn ich Hunger habe, esse so viel, bis ich satt bin,
esse dann erst wieder, wenn ich Hunger habe. Und das funktioniert sehr gut für mich. Bei mir ging so ein bisschen der Stress dann raus. Und von den Essenszeiten, hast du so Zeiten, wo du sagst, also nicht vor 9 und nicht mehr, gar nicht mehr? Also nee, ich mache das auch sehr wirklich immer nach Hungergefühl. Aber ich versuche immer nicht auf leeren Bauch zu trainieren. Das habe ich früher sehr gerne gemacht, aber ich glaube nicht, dass es so gesund ist für den leiblichen Körper. Und ansonsten, nee. Also wenn ich abends trainiere, dann esse ich auch manchmal noch um 23 Uhr, obwohl man das nicht sollte. Aber dann wobei, man halt sagt aber auch immer, nach dem Training abends ist eigentlich wichtig, ne? Damit der Körper nicht an die Substanz geht, sondern wirklich ja nochmal Nährstoffe kriegt. Ne? Und früher war das so, dass ich wirklich geguckt habe, okay, nach 20 Uhr sollte man nicht mehr essen, komme was wolle. Und seit diesem Jahr mache ich das wirklich so, dass ich wirklich auf den Hunger höre. Und das ist für mich sehr entspannt geworden dadurch. Und morgens, wissen wir ja Bescheid, sind wir ja beide im Porridge Game. Ja. Yes. Mit schön Granola obendrauf. Das ist das Beste. Du gehst nochmal ran? Ich gehe nochmal ran, ich will nochmal. Krasse Armkraft. Komm, zieh. Ja, ja. Komm nochmal hoch. Ja. Yes. Jawohl. Vielen Dank fürs Training, Kai. Hast du Spaß? Klimmzüge machen. Klimmzüge stehen noch. Klimmzüge und mein Bauchworkout. Ach, aber mach aber erst die Klimmzüge. Hätten wir es vergessen. Wir mal gucken, wo Pamela auf unserem Scoreboard landet. Ich mach sie auf 10. Okay, los geht's. Eins. Zwei. Kinn zur Stange reicht völlig. Ja. Drei. Mega. Vier. Fünf. Kinn zur Stange, nicht Nase zur Stange. Schön. Sechs. Sehr gut. Komm. Sieben. Hopp, zieh. Komm, push! Komm. Zieh! Nein, pull, nicht push. Schön. Komm, einer geht noch. Kurz Pause. Ganz ruhig hängen. Jetzt schön aus dem Rücken. Zieh! Komm! 8,5. Yes. 8,5. Richtig gut. Aber stabil. Dankeschön. Sehr gut. Richtig gut. Also, du findest auch deinen Platz auf unserem Scoreboard. Hat mega Spaß gemacht. Danke dir, mir hat es auch Spaß gemacht. So. Machen wir jetzt am Schluss noch einen Bauchworkout von mir? Ja! Ja! Machst du auch mit? Ja! Also wir haben eine Regel, die Beine setzen wir nie ab. Das ist ein 10 Minuten Bauchworkout und wir halten die Beine immer in der Luft, auch wenn wir Übung wechseln, nie absetzen, nicht einziehen. Also wenn Pamela wir sagt, meint sie sie. Wir machen das 10 Minute Killer Sixpack. Das ist, glaube ich, mein härtestes Bauchworkout. Aber warum soll ich mein Sixpack killen? Nee, du bekommst dadurch einen Killer-Sixpack. Ach so. Ja. Es ist ja nicht der Sixpack-Killer, sondern ein Killer-Sixpack. Verstehe. Ich habe übrigens überlegt, ich habe rausgefunden, das ist die Erkenntnis des Tages, warum dir diese Übungen hier so liegen. Warum? Weil du warst ja schon in der Schule ein Mathe-Ass. Ach, geil. Schenkelklopfer. Wir machen immer 30 Sekunden und dann gehen wir direkt in die nächste Übung ohne Pause, 10 Minuten. Das heißt, wenn ihr dann auf mich guckt, um zu gucken, was die nächste Übung ist, legt ihr nicht ab, okay? Ja, ist schon klar. Ihr überkreuzt ein Knie, Ellbogen zu Knie und nach außen. Hemknife mit Floor Touch. Ein Arm auf dem Boden und dann hier ein V-Sit-Up und zwischen den Beinen auf dem Boden tappen. Ja. Lachen ist auch Bauchmuskeltraining. Und Seifenwechsel. Ich glaube, das sieht so richtig bekloppt aus. Die liegt mir. Das andere ist mir zu viel Ballett. Knie zu Ellenbogen. Fächern, Arm jetzt. 3, 2, 1. Sehr gut. Fertig. Lass uns noch ein bisschen in der Plank bleiben. Okay. Nein, war ein Spaß. Ich weiß, du kannst die auch noch. Ah, cool. Hat mega Spaß gemacht. Aber ich könnte es sein, dass ich morgen. Das werden wir morgen wahrscheinlich merken, ja. Dass wir da was von haben. Und wenn du keinen Bauchmuskelkater hast, dann ist jetzt ein Sandburg. Ja, genau. Das war Station 2 Karlsruhe, der Pflaume-Sommertour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, vielen es hat Dank euch gefallen. An Pamela. Vielleicht kamt ihr auch ins Schwitzen.
Ja, und wenn ihr Bock habt, natürlich bewegt euch, macht Sport, geht raus, macht Sachen, die Pamela euch zeigt. Wenn ihr irgendwo die Chance habt, euch irgendwo ranzuhängen, Bewegung ist immer gut. Ja, abonniert Pamelas Kanäle. Felix, ganz wichtig, auch natürlich. Ne? Felix muss unbedingt jetzt mal auf 1000 Abonnenten auf YouTube kommen. Ja. Vorher kann man ihn nämlich nicht erwähnen. Also auf jeden Fall einen mehr jetzt mit mir. Danke. Ja. Oh. Und es lohnt sich, und es lohnt sich, das kann ich sagen. Also wir gehen jetzt weiter. Nächste Station ist Köln. Und da wartet Revi auf uns. Also danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, macht's gut. Ciao. Und denkt an die Glocke. Wo ist die Glocke? Das wolltest du doch machen. Yes! Macht's gut!